Hallo und herzlich willkommen zu einer ModMap-Vorstellung. Das ist die MIGMAP Celle, wenn ich das richtig ausspreche. Ich war noch nie in Celle, das ist ein deutscher Ort in... Ich gucke hier mal nach, das stand hier nämlich, glaube ich. Nee, doch nicht. Oder? Region Celle, ja. Müsste... eher im Norden, also in der nördlicheren Hälfte von Deutschland liegen, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und... dieser Drescher hier, der sieht ganz nett aus. Cool. Ja, davon ab. Ich werde erstmal zeigen, was denn unser Besitz im Moment ist. Das kennt ihr ja schon aus den letzten Teilen. Ich kann direkt am Anfang sagen, die Map kostet scheinbar richtig viel Leistung. Ich habe wirklich miese FPS. Wie kaum jemals zuvor. Ja, Equipment, Einbürger. Dann haben wir den 155 PS Deutz. Den 163 PS Deutz. Das ist, glaube ich, der 60 fährt, ja. Dann der Frontlader-Deutz. Was haben wir noch? Das Zubehör für den Frontlader. Ein Pöttinger. Das ist der zweireihige oder 2 Meter Maishäcksler. Den Emsland-Kipper. Den Gillibert-Kipper. Zweimal den Krüger-Agroliner. Den Kleingrober. Den mittleren, nee, den ganz kleinen Flug. Dann haben wir die ganz kleine Sämaschine, müsste das sein. Und das seitliche Mähwerk von Pöttinger, den Mischwagen von Kuhn, den Zeta, der knapp 6-7 Meter ist, so den ganz einfachen Schwader, dann haben wir die Wasserspritze und den Bergmann Mischstreuer, boah, ist wieder viel, Güllewagen, Ballenanhänger, Gewicht und mobiler Treibstofftank. Und dann haben wir noch den Mod hier, den Class Mega 218. Der ist bei der Map dabei, den habe ich jetzt hier nicht irgendwie zusätzlich reingeholt. Nein, der gehört dazu und dazu haben wir dann auch hier schon ein schönes... ja, 200 kW ist ja relativ ordentlich, 750 Liter Tank ist auch gut. Dann haben wir dazu auch noch hier relativ gutes Mähwerk und so weiter. Das ist schon alles ganz ordentlich. Fuchs, Güllefass, Schwenkverteiler für Fuchs, Güllefass, ich weiß es nicht genau. Eignet sich perfekt für kleine und mittlere Felder. Die Gülle verteilt sich beim Ausbringen. Ja, auf jeden Fall ist es was für Gülle. Ich kenne mich damit nicht so ganz genau aus. Ich war jetzt etwas überrascht. Ich hatte ehrlich gesagt die Tage Probleme, ein bisschen die Map ans Laufen zu kriegen. Nicht von der FPS her, sondern weil sie einfach gar nicht lief. Und dann habe ich mal meinen Mod-Ordner entrümpelt, da irgendwie 10 GB Mods gelöscht, weil ich auch teilweise noch Sachen doppelt hatte und so. Ich möchte aber jetzt eigentlich erstmal mit der PDA weitermachen. Wie ihr seht, die Map ist riesig. Damit ihr mal einen Eindruck von der Feldgröße habt, werde ich jetzt mal zum Feld Nummer 1 laufen. Das bietet sich ja vielleicht an, so ein Feld Nummer 1. Oh, hier ist die Schafwiese. Ja, hallo. Gut, die sind auch schon mal, heißen uns auch schon mal willkommen. Hier ist ein Stacheldrahtzaun, da haben wir uns jetzt gerade die Schienbeine dran aufgerissen. Ja, hat man halt so einen kleinen, ich weiß gar nicht, wie soll man das nennen? Das lohnt sich ja nicht wirklich, das ist so ein kleinerer Gemüsegarten, mehr oder weniger. Gut. Die Felder sind doch relativ groß, wenn man sich bedenkt, wie viele Felder das sind. Also, wie auch gesagt, leistungsmäßig ist die Map eher zäh, also ihr braucht schon einen ordentlichen, starken PC. Wenn ihr das hier denn auf maximalen Settings spielen wollt, wie ich. Oh, man kann hier auch schön durch die Gebäude latschen. Das ist ja schön. Ich habe generell das Gefühl, dass die Map nicht so ganz so toll ausgereift ist. Davon ab gefällt sie mir aber eigentlich von der Grundidee her ziemlich gut. Ich hatte ursprünglich mal die Idee, ich kenne jemanden, der wohnt in dieser Gegend, den einfach mal dabei zu holen. Hier haben wir die Unterstände. Wir sind also hier gerade am Hof und das Problem ist, ich kenne mich hier nicht so gut aus. Ich hatte wirklich wenig Zeit. Ich wollte euch unbedingt eine Mod... Vorstellung bieten, weil ihr mich da richtig lange schon wieder, weil ich euch da lange nichts gezeigt habe und ihr das gerne wolltet und ich dann die Map nicht zum Laufen gekriegt habe und gedacht habe, okay, das wird nichts, jetzt habe ich es doch geschafft nach dieser ganzen Entrümpelung. Deshalb laufe ich jetzt hier gerade so ein bisschen planlos rum. Es gibt auf jeden Fall über 100 Felder, wie ihr in den Nummern sehen könnt. Und wir probieren uns trotzdem gleich mal einen kleinen Überblick über, die Lage hier zu gewinnen. Ich möchte trotzdem gerne mal gucken. Wir haben nur den Landhandel, eine Mühle und den Nöwa. Oder Nöwa kann man das, glaube ich. Ich kenne mich halt, wie gesagt, in der Gegend hier nicht so aus. Da
bin ich jetzt nicht unbedingt heimisch. So, hier ist übrigens das Mottgüllefass. Der Drescher gerade sah mir auch eigentlich relativ stark aus. Nur selber habe ich ihn halt noch nie probiert. Muss man jetzt einfach mal drauf verzichten. Das Güllefass sieht aber schick aus, eigentlich von den Texturen her schon mal. Gut, wir haben sehr viele Felder zum Start. Also alles, was auf der Karte grün ist, alle Zahlen, sind ja unsere Felder. Und das erscheint mir doch relativ viel zu sein. Ich werde jetzt einfach mal mit dem Trecker hier losfahren. Der fährt ja 60 km/h. Das sollte nicht allzu lange dauern, aber man merkt wirklich, die Map, das ist ein riesiges Kaliber. Das ist nicht mal einfach so irgendwie. Nee, die hat schon richtig Hand und Fuß. Das ist schon ein Monster von Map, von der Größe her. Wir haben hier auch größere Wiesen, so wie es aussieht. Wir können ja mal hier in diese Kartenansicht gehen, im Wachstum. Dann können wir hier mal Fruchtsorten. Und das hier ist eigentlich ein Phänomen, das mag ich nicht. Alles, was grün ist, ist Gras. Also hier haben wir zum Beispiel Wiesen. Aber was mein Problem an solchen Maps ist, ich mag das nicht, wenn alles schon fertig ist mit Fruchtsorten. Ich möchte gerne auf einer nackten Map anfangen, weil ich finde das nicht so toll. Man kauft ein Feld und da ist dann schon was drauf angebaut. Oder man drescht es einfach so ab, weil das geht ja. Man kann dreschen, wenn ein Feld einem nicht gehört, aber man kann nicht wieder grobern. Also nicht wieder neu bestellen. Das ist irgendwie nicht so ganz meins. Ich möchte gerne alles selber machen. Wenn wir hier lang fahren, ich weiß nicht genau, ist das hier mit Kollision? Ich suche nämlich hier gerade das Feld Nummer 97. Gut, hier haben wir einen Weg. Aber ich muss sagen, ich habe hier deutlich über 30 FPS, aber es ist nicht irgendwie besonders unanspruchsvoll. Also man braucht schon ganz gut Leistung. Aber die Texturen gefallen mir eigentlich, muss ich sagen. Also die ist in sich sehr stimmig. Das hier ist auch ein riesiges Feld, was bestimmt toll ist für BGA. Und dafür ist es, glaube ich, auch dann ganz gut geeignet. Ob diese Map eine BGA hat, kann ich im Moment noch gar nicht sagen, muss ich leider eingestehen. Ich werde es versuchen jetzt herauszufinden, weil ich mich wirklich dieses Mal nicht so gut vorbereiten konnte. Normalerweise habe ich mir ja schon mal ein paar Minuten lang, meistens eine halbe Stunde oder so, die Map ein bisschen eingeprägt und teilweise habe ich ja dann trotzdem noch mal was Neues in der Mordvorstellung gefunden, aber heute ist wirklich blind. Gibt es auch nicht alle Tage, dass ich mal einfach so auf blauen Dunst hin. Gut. Auf jeden Fall von den Fahrzeugen her, ich weiß auch nicht, ob ich das weitermachen soll mit den Fahrzeugen am Anfang sagen. Ich finde das irgendwo ein bisschen Quatsch, glaube ich, mittlerweile. Weil, wenn ich so eine Map hier spiele, dann würde ich so machen: Ich verkaufe alle Fahrzeuge, kaufe dann alles, was ich haben möchte beim Start, nach Möglichkeit, nach meinem Geschmack. Müsste das dann möglichst kleines Equip sein, hier zum Beispiel diese klassischen Traktoren und so weiter. Und dann cheatet man den Rest vom Geld, was übergeblieben ist, einfach weg. Das ist meine Meinung dazu. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt lieber irgendwie schon mit so einem Trecker, der 60 fährt und Häcksler und hast du nicht gesehen, alles anfängt. Das ist ja im Endeffekt auch jedem selbst überlassen. So, hier können wir auf jeden Fall schon mal überholen. Das wäre uns mit einem Klassiker wahrscheinlich nicht so einfach gefallen. Oh, ich habe mich ja aber schon gleich wieder prompt ein bisschen verhakt. Aber ich muss sagen, die Map an sich ist schön. Ist auch eine Empfehlung von Modhoster. Also, da kann man dann auch eigentlich immer unbesonnen sein und einfach mal runterladen und ausprobieren. Habe ich die Erfahrung gemacht, dass da wirklich meistens was qualitativ sehr Hochwertiges bei rauskommt. Und wir sind jetzt übrigens gerade unterwegs Richtung Schafwiese, weil ich da gerne mal gucken wollte, wie die denn aussieht. Man sieht hier unten in der Ecke, werden die Felder etwas größer. Da oben haben wir wirklich viele Felder. Für mich ist das hier eine Multiplayer-Map oder eine Map, wenn man alleine spielt, aber mit sehr vielen Helfern spielen möchte. Also im Prinzip ist man hier hauptsächlich Manager, würde ich sagen. Ansonsten natürlich im Multiplayer, wenn jeder irgendwie ein eigenes Feld bestellt, gerade bei so vielen Feldern kann das auch Spaß machen. Vielleicht dann bald, wenn die dezidierten Server kommen.
Also die Server, die extern gehostet werden von richtigen Game-Servern, dass man dann so eine Map hier verwenden könnte und alle, die dann hier drauf sind, weiß ich nicht, der eine, okay, du dreschst jetzt hier, der andere darf dann da und da flügen oder so, was man da auch immer besprechen möchte, aber das ist eigentlich sowas. Was ist da vorne? Ich werde jetzt mal einfach ein bisschen hier trollen. Sieht mir nach Landstraße aus. Ah, Land, ja, Bundesstraße, Landstraße, irgendwie sowas. Also irgendwie muss ich sagen, ich finde, liegt das an mir oder ist hier diese Beschilderung auf der PDA-Karte fehlerhaft mit der Schafwiese? Das hier ist doch nichts mit Schafen. Ich sehe hier kein Schaf. Okay. Das ist etwas eigenartig, aber naja. Wir wollen uns mal nicht enttäuschen lassen. Finde ich aber eigentlich ganz cool, solche Wege hier. Gerade wenn man dann größere Trecker hat, wie wir jetzt gerade hier, und hier was abtransportieren muss, wenn die Straße dann auch wirklich mal zweispurig ist, mag ich das eigentlich. Weil auf der Originalmap gibt es ja nur diese einspurigen Straßen, die dann nicht so doll sind, meiner Meinung nach. Weil man da halt einfach auch beim Ausweichen und so, ist das alles nervig. Und hier finde ich die Straße wirklich gut gemacht. Aber man merkt einfach, die Map ist unglaublich weitläufig. Das dauert ja eine halbe Ewigkeit, hier durchzugurken. Das muss ich einfach mal so sagen. Denn so ist es. Da hinten haben wir noch eine Verladestelle, aber ich habe fast das Gefühl, es gibt keine BGA. Das wundert mich eigentlich extrem, aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht so vorbereitet und ich sehe jetzt auch nichts an, auf der Karte. Also die Map hat noch so ein paar Fehler, wie man gerade bei den Schaf Gerät gesehen hat, dass man nicht genau weiß, an welchem Punkt man ist. Beziehungsweise, dass diese Symbole scheinbar falsch verteilt wurden. Hier haben wir diese Brücke. Ich weiß nicht genau, können wir da drauf? Das wäre cool. Ja, hier oben ist ein Weg. Dann probiere ich jetzt mal eine BGA ausfindig zu machen, würde ich sagen. Hier rechts müsste ja irgendwas sein. Ich kann ja mal hier rauszoomen. Ah, da ist eine Verkaufsstelle, würde ich sagen. Mit Rüben. Ich hatte sogar noch eine Karte irgendwo von der Map, aber ich muss ehrlich zugeben, ich bin etwas unvorbereitet, aber ich glaube, ich kann euch trotzdem einen ungefähren Eindruck vermitteln. Und ich sehe gerade auch, die Leistung gerade hier in dem Bereich geht hier runter. Ich habe jetzt ein leichtes Ruckeln bei 26 FPS, das kommt mir schon relativ mies vor. Das ist leistungsmäßig doch eine sehr instabile Map, muss man sagen. Die überfordert die Engine doch etwas. Ich versuche es jetzt nochmal da vorne, da sieht es mir nochmal nach Abladestation aus. Vielleicht ist da eine BGA. Ansonsten muss ich mich, glaube ich, geschlagen geben bei der Suche. Ich hoffe, ich kann euch einen groben Einblick vermitteln, so was ich bis jetzt an Erfahrung gemacht habe. Ihr sucht ja meistens nach eher ja, energiesparenden Maps, leistungssparenden Maps und da kann ich euch die hier leider nicht empfehlen. Aber ich finde irgendwie die Grundgegend hier schön und ich finde das halt ist eine super Sache für solche Server, wenn jeder dann irgendwie, ja, du machst das. Da hinten ist sowas mühlentechnisches. Ich weiß nicht, BGA scheint es mir hier wirklich nicht zu geben und es ruckelt wirklich etwas. Das stört mich jetzt. Und wenn das bei mir ruckelt, dann ist das schon mal kein gutes Zeichen. Hier ist die BGA, wunderbar. Und die sieht sogar relativ schön aus. Ich habe doch auch Bilder davon gesehen, jetzt wo ich die hier wieder sehe. Man hat also hier vier relativ große Silos und relativ niedrige FPS. Ich bin jetzt gerade auf 20. Ein Unding. Also auf Hagenstedt habe ich hier immer um die 100 oder sowas. Und man hat hier mehrere Schredder. Das heißt, dass man mit mehreren Leuten wunderbar schaufeln könnte. Oder? Hier ist auch noch ein Schredder, oder? Anscheinend haben wir hier drei, vier Schredder. Das ist wirklich eine Menge. Ich finde sogar zu viel. Und hier haben wir Gülle in flachem Becken. Okay. Ja. Kann man so machen, muss man nicht, denke ich. Aber ich zeige euch jetzt noch mal ein bisschen den Hof. Die Hühner laufen hier frei rum. Die Kühe habe ich leider noch nicht gefunden. Vielleicht finden wir die jetzt noch mal. Ah, hier.
Ich bin ja auch blind. Ich weiß es nur nicht genau. Da hinten sind schon welche. Das wäre eigentlich auch mal ganz interessant. Wie viele Kühe haben wir schon im Besitz? Das sollte ich jetzt mal einmal nachsehen, finde ich. Tiere, ich bin noch 25. Okay, wir haben also auch noch ganz gut was an Tieren. 25 und 5 und 5. Diese laufen dann hier rum, dann kann man hier alles abfüllen am Hof direkt. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich finde das eigentlich realistischer oder für mein Verständnis jedenfalls irgendwie realistischer, wenn die Kühe relativ nah am Hof sind und nicht wie auf Hagenstedt irgendwie 5 Kilometer weit weg. Ist meine Meinung. Muss man jetzt nicht unbedingt nachvollziehen. Das hier ist wiederum eine schöne Sache. Das kenne ich zum Beispiel von der Ackerland-Map. Nee, an der Burgmauer, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Ja, einmal noch hier gucken. Backsteinhäuser. Also die Grafik der Map gefällt mir eigentlich zum größten Teil auch. Bäume sind immer so ein Schwachpunkt auf Mod-Maps. Aber so irgendwie die Landschaft, die mag ich. Mit den Bäumen hier. Das ist alles sehr schön und stimmig gemacht. Einfach auch wegen der großen Größe dieser Map. Man kann sich ja mal hier hinstellen. Verkehr haben wir natürlich auch. Wunderbar. Ja, ich empfehle euch diese Map entweder für Server, sobald es mal sowas Größeres, Gehostetes gibt, wo man vielleicht mal mit mehr als 10 Leuten spielen könnte. Vernünftig. Ansonsten, wenn ihr einen starken PC habt und diese Landschaft hier mögt. Genau ins Detail gehen kann ich bei so einer großen Map wieso nicht, weil das dann den Zeitrahmen etwas sprengen würde, weil ich ja auch noch alles hochladen und encodieren und so muss. Auf jeden Fall glaube ich, dass man auf dieser Map jede Menge Spaß haben kann. Das könnt ihr dann ja mal für euch persönlich herausfinden. Und mit diesen Worten möchte ich euch dann verabschieden. Tschüss!